In der zweiten Etage des Südflügels der Residenz Altenburg befindet sich der Kirchensaal, heute Johann Sebastian Bachs Saal genannt. Er wurde zwischen 1605 und 9 angelegt und gehört zum älteren Teil des Schlosses. Aufgrund der direkten Nähe zur Schlosskirche wurde er früher Kirchensaal genannt und ist erst seit 1950 als Bachsaal bekannt. Alte Inventare berichten von einer kostbaren Ausstattung, so von golden durchwirkten Tapeten und von 10 in die Balkendecke eingefügten Gemälden. In barocker Zeit erfuhr der Saal eine Umgestaltung. 1905 vernichtete ein Brand die gesamte Ausstattung. Unter der Leitung des Architekten Bodo Ebhardt wurde der Saal im Stil der Neorenaissance neu ausgestattet, wobei man sich sehr stark an Formen und Vorbilder der deutschen Renaissance anlehnte. Die Gliederung des Saales wird wesentlich von 2 mittig eingestellten Säulen mit ionischen Kapitelen und reichem Beschlagwerk geprägt. Umfangreiche Holzvertäfelung an den Wänden bestimmt die Atmosphäre des Raums. Darüber befinden sich noch im Bereich der Wandflächen eine vielgestaltige Stuckierung. Die Türen zu den anschließenden Räumen und Gebäuden sind besonders prächtig gestaltet. Über den Türen zum Treppenturm und zur Schlosskirche befinden sich in Holz geschnitzte Motive des legendären Prinzenraubs. Ein doppeltüriges Portal links und rechts, von ruhenden Löwen flankiert, führt in die angrenzenden Flure des Corte Luci. Dem an der Ostseite befindlichen Sandsteinkamin steht an der westlichen Schmalseite des Saales ein grüner Kachelofen gegenüber. Seine Kacheln sind in Ornamentik und Motiven sehr reich ausgeformt. Der mit Schmuckkacheln verzierte, wunderschöne Kamin stammt aus dem 19. bis 20. Jahrhundert. Von hier ging ein Schwelbrand aus, der den gesamten Saal zerstörte. Aus diesem Grund und der schlechten Erfahrung ist heute dieser Kamin nicht mehr im Gebrauch. Die Balkendecke umfasst 10 großformatige Gemälde von Richard Böhland. Der Maler wählte verschiedene Ereignisse der sächsischen und frühen deutschen Geschichte als Themen der künstlerischen Darstellung. An der Hofseite sieht man die Taufe Widukinds im Jahre 785 in Gegenwart Karls des Großen. Die Christianisierung der Slawen im 10. Jahrhundert, Heinrich der Erste wird 919 deutscher König, Boleslav von Böhmen unterwirft sich 950 dem deutschen König Otto dem Ersten, Sachsenkönig Hardewig besiegt den Sigamberer Fürsten Werbist in Italien. Und der Sachsenherzog Witgist erhält vor den Toren der Stadt Tarragona die Maurenkrone. Thank you.
Die spätgotische Schlosskirche erhebt sich mit großer Wahrscheinlichkeit über der Stelle der romanischen Pfalzkapelle, die dem heiligen Georg geweiht war. Um 1400 wurde mit dem heutigen Kirchenbau begonnen. 1413 wissen wir von der Gründung und Weihe eines Kollegiatstiftes durch den wettinischen Markgrafen Wilhelm II. Im Beisein des Merseburger Bischofs. Die Einwölbung des langgestreckten Chorraums erfolgte nach dem Brand von 1444. Ein sehr reiches und fantasievolles Maßwerk-Rippennetzgewölbe überspannt den Chor. In seinem Scheitel sind Stern- und Vielpassmotive aneinandergereiht. Ein kräftiger Triumphbogen bildet die Grenze zu dem kurzen zweischiffigen Langhaus, dessen Bauformen sehr viel schlichter gehalten sind. Der ungewöhnliche Grundriss mit nur einem Seitenschiff im Norden wurde aufgrund der Lage zum Felsen und dem Abhang errichtet. Von der mittelalterlichen Ausstattung der Schlosskirche hat sich nahezu nichts erhalten. Für das 15. und 16. Jahrhundert ist das Vorhandensein einer Vielzahl von Altären und Andachtsbildern nachgewiesen. Aus der Erbauungszeit stammt die Deckplatte einer steinernen Grabtumba, in der der Stifter Markgraf Wilhelm der Reiche seine letzte Ruhe gefunden hat. Die Platte, heute links neben dem Altar in die Wand eingesetzt, zeigt den Wettiner zwischen Wappenschilden und Wappentier in ritterlicher Rüstung. Vor den Stufen zum Altar befindet sich die Ruhestätte der Kurfürstin Margarete von Österreich. 1486 verstarb sie in ihrem Witwensitz. Das Grab ist mit einer Bronzeplatte verschlossen, auf der die Fürstin in ihrer Witwentracht dargestellt ist. Aus der Zeit um 1500 stammt das Chorgestühl unterhalb der Emporen im Chor. Hier saßen die Domherren. Das Gestühl beeindruckt durch seine Schnitzerei. Die einzelnen Sitze sind durch Trennwände geteilt. Jede Trennwand besitzt eine unterschiedlich durchbrochene ornamentale Schnitzerei. Gelegentlich sind Tiermotive eingearbeitet. Die Rückwände der Sitze gehen in reich gestaltete Baldachine über, auf denen jeweils eine Kreuzblume den krönenden Abschluss bildet. Die Grundform der Baldachine ist ein kielbogenförmiger Ziergiebel, der mit verschiedenem Blattwerk und mit Fischblasenornamentik gefüllt ist. Am Triumphbogen befindet sich die 1595 von Herzog Johann gestiftete Kanzel. Der Kanzelkorb, von einer Herkulesfigur inmitten von Voluten getragen, ist reich mit figürlichem Schmuck verziert. Während in vier Feldern alt- und neutestamentliche Themen dargestellt sind, ist in einem fünften Feld der Reformator Martin Luther wiedergegeben. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kanzel sehr stark überarbeitet. Dem Altar gegenüber an der Westwand befindet sich die Fürstenloge. Auch hier beeindrucken die geschnitzten szenischen Darstellungen. Über der Mitte des Fürstenstuhls steht Christus, umgeben von den klugen und den törichten Jungfrauen. Die Schlosskirche wurde in den zurückliegenden Jahren umfassend restauriert. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse zur farbigen Fassung des Raumes im 15. Jahrhundert, die freigelegt oder rekonstruiert wurde. Sensationell ist die Entdeckung einer Wandmalerei an der Ostwand des Nordschiffes.
Das 1488 entstandene Sekko-Gemälde stellt in einer figurenreichen Szene Christus vor Pilatus dar. Hier überraschen sowohl die künstlerische Auffassung und Ausführung der einzelnen Figuren als auch die Gesamtkonzeption. Obwohl detaillierte kunsthistorische Untersuchungen und damit gesicherte Erkenntnisse zu dieser Wandmalerei noch ausstehen, kann man wohl zu Recht vermuten, dass das Gemälde von einem italienisch beeinflussten Künstler geschaffen wurde. (1735 bis 1739) schuf der Altenburger Hoforgelbauer Heinrich Gottfried Drost die große Orgel. Drost entstammt einer thüringischen Orgelbauerfamilie. Wahrscheinlich wurde er 1681 geboren. Herzog Friedrich II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg erteilte ihm 1723 das Privileg des Hoforgelbauers. Damit waren ihm die Pflege und Wartung der am Hof befindlichen Instrumente sowie der Orgeln in den Landgemeinden anvertraut. Die Orgel der Altenburger Schlosskirche zählt zu den imposantesten Instrumenten, die Drost schuf. Das Werk wurde 1739 eingeweiht. Mit seinen über 2000 klingenden Pfeifen mag es schon damalige Musikliebhaber begeistert haben, aber auch der visuelle Eindruck ist überwältigend. Zahlreiche bedeutende Organisten stellten dem Instrument ein sehr gutes Zeugnis aus. Kein geringerer als Johann Sebastian Bach äußerte sich lobend über den Klang der Orgel. So ist es nicht verwunderlich, dass auch große Musiker als Hoforganisten berufen wurden. Der Bach-Schüler Johann Ludwig Krebs war von 1756 bis zu seinem Tod 1780 in Altenburg tätig. 1881-82 wurde die Orgel durch die Firma Friedrich Ladegast in Weißenfels erweitert. Während des Ersten Weltkrieges wurde ein großer Teil der Zinnpfeifen eingeschmolzen. Für viele Jahrzehnte mussten mehrere Register ausfallen. 1974 bis 76 wurde das Instrument durch die Orgelbaufirma Eule in Bautzen rekonstruiert und restauriert. Die Altenburger Schlosskirchenorgel zählt inzwischen zu einer der klangschönsten Barockorgeln Deutschlands. Zu diesem Ruf tragen Tonaufnahmen und viele Konzerte bei, die höchsten musikalischen Erwartungen entsprechen.